Heute seid ihr gefragt, denn seht ihr das, was ich bei den neuen Oppo Smartphones sehe, auch oder bilde ich es mir nur ein? Wenn ihr wissen möchtet, worum es genau dabei geht, dann solltet ihr dranbleiben. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück und cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über die neue Oppo Reno Serie, denn Oppo hat hier drei neue Geräte, zumindest bis jetzt in China gelauncht, doch ich bin mir ganz und wirklich ganz, ganz sicher, dass wir das ein oder andere Smartphone davon, vielleicht mit einem anderen Namen von Oppo in diesem bzw. im nächsten Jahr noch hier in Deutschland erleben dürfen. Welches das dann genau ist, das kann ich leider noch nicht sagen. Trotzdem gibt es genug Grund, über die Oppo Reno 7 Serie zu sprechen, denn bei den drei Geräten handelt es sich um das Oppo Reno 7, 7 Pro und 7 SE. Und gerade das normale 7er und das Pro-Modell haben etwas, nun ja, was soll ich sagen, es erinnert mich doch sehr stark an ein anderes Smartphone. Was das genau ist, das verrate ich euch jetzt gleich. Wenn ihr Lust habt, mehr über Technik zu sprechen, dann habt ihr einmal die Möglichkeit, gerne in die Telegram-Gruppe vom Smartphone-Blogger zu kommen oder noch einfacher, abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Doch schauen wir uns jetzt mal an, was ich genau beim Oppo Reno 7 meine. Denn das Oppo Reno 7 Pro setzt auf ein 6,55 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz und einer Full HD Plus Auflösung. Interessant ist hier in dem Fall, dass die Kanten nicht abgerundet sind und dann fällt es spätestens auf, das Design erinnert sehr stark an die aktuellen iPhone-Modelle. Denn das Smartphone ist insgesamt sehr kantig gehalten und bevor jetzt viele von euch sagen, oh mein Gott, das kennen wir schon, ja. Okay, darüber können wir reden. Ich persönlich finde aber, das ist genau der richtige Schritt. Mir gefällt nämlich dieses kantige Design wesentlich besser als diese komplett abgerundeten Smartphones und dieser Flatscreen tut hier nochmal sein Übriges. Das Pro-Modell setzt auf dem MediaTek Dimensity 1200, dazu gibt es 12 GB RAM und einen internen Speicher von 256 GB. Beim Kamerasetup auf der Rückseite, da wird es interessant, denn wir bekommen ein Quad-Kamera-Setup und das bedeutet eine 50 Megapixel Hauptkamera, namentlich ist das nämlich dann die Sony IMX766 und das ist, ihr wisst es, die Hauptkamera vom OnePlus Nord 2 oder auch besser bekannt als die Ultraweitwinkelkamera der OnePlus 9 Serie. Darüber hinaus haben wir hier im Oppo Reno 7 Pro dann nochmal eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und nochmal zwei 2 Megapixel Kameras und jetzt wird es nochmal wilder, denn der Kamerabump sieht ja schon wirklich gut aus. Aber dieser leuchtet, denn man hat eine LED darunter verbaut und die hat den ganz großen Vorteil, wenn ihr Benachrichtigungen bekommt, leuchtet diese in den passenden Farben. Auch wenn es für viele vielleicht nur ein Gimmick ist, mir ist aufgefallen, sobald man eine LED-Benachrichtigung verbaut hat an einem Smartphone, nutze ich sie in der Tat. Und hier auf der Rückseite unter dem Kamerabump sieht das nicht nur stylisch aus, sondern es führt dazu, dass man dadurch nochmal einen wirklichen Vorteil bekommt. Und wie könnte es anders sein bei den aktuellen BBK-Smartphones? Wir haben hier einen 4500 mAh Akku verbaut, der kann mit 65 Watt schnell geladen werden. Dass das funktioniert, habt ihr zum Beispiel auch schon im OnePlus Nord 2 erlebt. Und dann bekommt ihr nochmal ColorOS 12 basierend auf Android 12 mit dabei. Also hier haben wir wirklich ein sehr gutes Mittelklasse-Smartphone, das für mich persönlich, aber gerade vom Designfaktor wirklich punkten kann. Auf der Front haben wir dann übrigens einen Punch-Hole verbaut. Und spätestens da erkennt man dann wirklich den Unterschied zu den iPhone-Modellen, denn hier haben wir klassisch nochmal die Notch verbaut. Wer nicht zwingend das Pro-Modell braucht, dem kann ich dann noch das normale Oppo Reno 7 empfehlen, denn das kommt mit einer Displaygröße von 6,43 Zoll dann daher, sprich das ist nochmal einen Tick kleiner. Dafür muss man aber auch beim Prozessor ja doch einen kleinen Discount hinnehmen, denn hier haben wir den Qualcomm Snapdragon 778 verbaut. Was den Arbeitsspeicher und den Speicher so angeht, da haben wir auch nochmal genau das normale Setup wie im Pro-Modell auch. Bei der Kamera haben wir dann eine 64 Megapixel Hauptkamera und da ist jetzt schon eins klar, die macht definitiv nicht dieselben guten Bilder wie im Pro-Modell. Das macht auf der anderen Seite aber auch wiederum Sinn, denn es muss ja auch Unterschiede zwischen der normalen Serie und einem Pro-Modell geben. Wer sich noch für das SE-Modell interessiert, dem sei hier in dem Fall noch gesagt, es ist das einzige von diesen drei Smartphones, das abgerundete Kanten hat, also sozusagen ein Premium-Feature bekommt.
das es aber dann irgendwie in der günstigen Version gibt. Darüber hinaus haben wir den MediaTek Dimensity 900 hier verbaut, also quasi der schwächste Prozessor von diesen dreien, und der Akku kann nur mit 33 Watt schnell geladen werden. Für diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, na, was könnte das Ganze in etwa kosten? Die SE-Version fängt bei ca. 300 Euro an und für die Pro-Version zahlt ihr dann knapp 600 Euro. Und wenn das Ganze zu uns nach Deutschland kommt, könnte auch das vielleicht so in etwa der Anhaltspunkt sein, dass wir gerade beim Pro-Modell knapp unter den 600 Euro starten. Denn ich sehe hier persönlich das OnePlus Nord 2 als ganz großen Konkurrenten zum Oppo Reno 7 Pro. Trotzdem muss ich sagen, dass mir das Oppo hier in dem Fall nochmal ein bisschen besser gefällt, denn gerade dieses kantige Design, das hat es mir einfach angetan. Und Oppo ist ja so ein bisschen das Premium-Segment von BBK, während man ja OnePlus gefühlt ein bisschen gedowngradet hat. Jetzt seid ihr da draußen dran. Wie steht ihr zu den neuen Reno-Modellen? Gefallen sie euch? Sagt ihr, oh nee, doch? Oder gefällt euch gerade dieses, ja, Design, das schon sehr stark an die iPhones erinnert? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie immer seid ihr aufgefordert. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und dann freue ich mich wie immer auf den fairen Austausch mit euch. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst. Euer Smartphone-Blogger.